Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu NHL 24 Hockey Ultimate Team. Jawohl. Neuer Tag, neues Glück. Wir probieren es nochmal. Drei Tore mit Antti Kopitar erzielen. Wir haben noch ein Spiel theoretisch noch offen. Jetzt müssen wir schauen, ob es uns heute gelingt. Also wie gesagt, die drei Tore mit Kopitar sind tatsächlich gar nicht so einfach, weil der Gegner halt absolut geisteskrankes Checking fährt, wie immer. Und wir einfach schauen müssen, wie wir jetzt die Tore unterkriegen. Gegen diese Mannschaft. Vor allem gegen Khudobin. Wir müssen schauen, dass wir irgendwie an Chara vorbeikommen und dass Tory Krug uns nicht so mega im Weg umgeht. Das wäre ein Anfang. Und dann natürlich schauen, dass das Boston auf der anderen Seite nicht so oft trifft wie wir. Und gleichzeitig versuchen, alles irgendwie über Antti Kopitar zu machen. Ja, schade. Erste gute Situation, die wir gehabt hätten. Kleine Poke-Checks bei uns schon. Natürlich. Ja. Also, Dowdy, by the way, 94 hat er mittlerweile. Schön im Abseits. Schon überlegt, ob wir zerfetzt das Netz anmachen sollten. Tight Point. Wer hier die Scheibe halten kann, weiß Gott. Fand ich es wieder sehr interessant. Kopitar. Rutscht doch mal ein bisschen durch. Kopitar! Khudobin, schade. Wir müssen einfach schauen, vielleicht können wir Druck aufbauen. Vom Tor fällt wieder jemand. Ja, Kopitar, schön. 1-0. Ich sag, wir brauchen nur die drei Buden theoretisch. Auf alles andere müssen wir uns gar nicht konzentrieren. Treffert. Kopitar. Nur die Scheibe in der Offensivzone behalten. Ja, diesmal hat es nicht geklappt, da haben sie sich nochmal so vors Tor kommen lassen. Jedes Mal hingestellt.
Aber das ist das, wie wir versuchen müssen. Wir müssen schauen, dass wir den Druck wirklich so krass aufbauen. Problem ist halt nur, dass wir nicht draufschießen auf den Torhüter. Das Problem ist, dass er wahrscheinlich die Scheibe so parieren kann, dass sie zu einem seiner Spieler geht, anstatt zu einem von uns. Trudaudi ist wieder für Seguin einfach ganz leicht zum Wegchecken. Oh, das ist jetzt vielleicht eine Chance. Ja, und das ist eine Chance. Ante Kopitar, Vorhand, Rückhand, Tor. Der war nicht schlecht. Oh, geht das schön hin. Richtig schön gemacht von Ante Kopitar. Ding und schau. Wie kommt er denn da an die Scheibe, bitte? Aha. Mit Pokecheck im Körper. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Komplett durch die Beine durch und es gibt wieder keine Strafe. Es ist, wie gesagt, die Hitboxen, die sind so kaputt. An sowas müsste man mal dran arbeiten bei NHL. Aber stattdessen kümmert man sich, dass man hier Hauptsache wieder die 500. Karte von Connor McDavid auf den Markt schmeißen kann. Anstatt dass man sich darauf konzentriert. Ja, er hat's. Hattrick. Anstatt dass man sich darauf konzentriert, dass man ein gescheites Spiel produziert. Das ist echt. Aber wir haben es geschafft. Beenden und Belohnungen anfordern. Dankeschön. Jawohl. Hutversum, Ante Kopitar, Power-Ups, Sammelobjekt. Und somit können wir Kopitar auf 91 aufrüsten. Abschließen. Jawohl. So, und jetzt haben wir nur noch ein Power-Up Sammelobjekt hier zu holen. Die anderen Profi, Halbprofi, Rookie, Pro, Superstar, Pro, Halbprofi, okay. Wahrscheinlich alle ganz machbar aus, aber wir müssen die machen. Ovechkin 3 Tore und Ovechkin Schlagschüsse machen. 5-mal. Und das gegen Carolina, okay. Aber oh, wir sind ein krass solides Team. Okay, Holpi vielleicht im Tor ein bisschen schwach, aber... Ansonsten ist es ein ziemlich solides Team, was man uns da entgegenwirft. Willst du mich eigentlich verarschen? Das ist das, wo ich bei diesem Spiel einfach sage, irgendwie, Alter, what the fuck. Kommt nicht hin, macht nichts, läuft einfach durch die Beine durch von Ovechkin. Absolut nichts passiert, behält die Scheibe, kann die Scheibe in Ruhe passen, Schuss kommt und gleich mal sitzt der erste Schuss. Wo ich eigentlich echt sagen muss, Alter, will nicht böse sein. Aber den kann man halten.
im Supercenter, der ganz viele Bullies gegen ihn hat. Natürlich weicht er wieder aus. Mäßig. Wilson wird einfach blockiert. Gibt's auch nichts. Ist einfach Luft, die Blockade. Achtung. Also ich würde nichts sagen, weißt du, ich würde nichts sagen. Also erstmal hier. Für die Aktion, die hier von Niederreiter gemacht wird, für die haben wir schon 2 Minuten bekommen. Und dann kurze Zeit später, Aho stellt sich einfach so lange davor. Hier, läuft noch in ihn rein, blockiert ihn. Nichts. Ja, er checkt uns nicht. Aber blockieren tut uns trotzdem ohne Scheibe. Weißt du? Digga, dann spiel die Scheibe halt einfach weiter. Echt. Weiß nicht, was es die Passoption gibt. Und ich sage, er soll passen und dann passt er nicht. Wusste gar nicht, dass Ovechkin körperlich so schwach ist. Nee, und wieder. Wir machen den Check und der Gegner kommt an die Scheibe ran. Das ist doch lächerlich. Das ist doch lächerlich. Jeden Check, den wir machen oder der gegen uns kommt, hat der Gegner die Scheibe. Das ist ein Scherz. Und Ovechkin hat schon mal ein Tor. Schöner Konter. Gewesen von Backstrom. Boah, das muss ich wieder ganz lang machen. Und wieder so ein absolut, siehst du, dass wir wie absolut leichtfertig und dumm wir die Scheibe verlieren, ohne dass wir irgendwas dagegen tun können? Ovechkin steht wieder irgendwo, aber nicht da, wo er stehen soll. Ja, gut, Warner. Wenn man da nicht einfach durchzieht. Sondern wenn man da diesen aufgeladenen Schuss machen muss, anstatt dass er einfach richtig drauf zimmert. Weiter geht's.
Und wieder sage ich, er soll passen und es kommt nichts. Es ist... Hammer, Hammer, Hammer. Es ist... Die KI, die ist so behindert, das ist... Ich spiele die Scheibe raus und was macht Runner? Stellt sich direkt daneben hin und bleibt stehen. Es ist echt... Ab und zu denke ich mir einfach so, sagen wir, bin ich hier nur von Idioten umgeben bei der KI. Und dann fällt mir ein, ich spiele NHL natürlich. Ah. Tor weinen. Warner, rotzfrech, checkt einfach mal mit. Spiel doch einfach die... Das kann nicht wahr sein. Ich möchte Ovechkin schicken. Ich drücke den Pass nach vorne und jetzt schau, wo Wilson hinpasst. Das ist doch bescheuert. Schau mal, ich bin komplett durch mit dem Kontern, Mann. Und er spielt die Scheibe dahin, wo vier Leute stehen. Es ist echt... Als würdest du... mit einem Leib Brot spielen in deiner Mannschaft, wirklich. Es ist an Dummheit teilweise nicht mehr zu überbieten, was dieses Spiel hier eigentlich manchmal abliefert. Und wieder. Und dann ständig dieses Koma-Gechecke, hey. Es ist echt... Es würde die KI, wenn sie nicht die Scheibe hat. Defensiv-Plays gibt es nicht. Schau an, sie laufen uns einfach nur hinterher. Und sobald sie in unserer Nähe sind, check. Die können nichts. Da kommt kein Poke-Check vom Gegner. Nichts. Es kommt nur check. 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 Und wenn sie einen Poke-Check machen, dann sind es 2 Minuten, aber die gibt es nicht. Super Wilson, anstatt dass du die Scheibe aufnimmst, schiebst beide weg, ey. Es ist echt Wahnsinn. Es ist wie als würdest du echt mit so einem Stück Toast spielen. An Hirn, wirklich. Jemand in Kryostase teilweise mehr hin als die KI. Und dann reicht wieder so ein Check von hinten und er kann gegen 4 Leute durchlaufen. So, anstatt das jetzt irgendwo, jetzt geht ein Hinhol die Scheibe. Und wieder, ich will Ovechkin mitnehmen, kann ich nicht machen, warum? Und wieder. Es ist unfassbar, wie dumm die KI ist, es ist unfassbar. Du holst die Scheibe mit einem Spieler, mit Wilson. So, warum muss Carlson da jetzt auch noch drauf gehen, anstatt dass er auf der blauen Linie wartet? Nein, fährt er hier auch noch mit rein? Niedermeyer checkt sie beide. Wirklich, ein Toastbrot hat mehr Hirn als die KI bei NHL. Das ist so traurig, das ist unfassbar. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass man bei NHL 18 Spiel hatte, wo die KI sich deine Spielzüge merken konnte und dementsprechend die Spieler hat handeln lassen. Das ist unvorstellbar. Und das alles nur mit einem Zeitunterschied von 6 Jahren. Sind wir von sinnlos checken, bis der Arzt kommt. Abgesunken von die KI kann mitdenken und weiß, was du planst, was du machst und wie du spielen willst. Es ist unfassbar. Es ist wirklich, ich sag's immer wieder, ich betone es auch immer wieder ganz gerne, weil ich einfach der Meinung bin, das müsste viel öfters mal gesagt werden, wie krass der Absturz der NHL-KI eigentlich wirklich ist. Ich glaube, das ist vielen gar nicht so bewusst.
Viele sagen immer so, ja, aber die KI war ja schon immer so. Nein, war sie nicht. Man hatte teilweise eine richtig, richtig starke KI, die wirklich was konnte, die was drauf hatte. Die Eishockey, ich nenne es jetzt mal, verstanden hat. Fünf, aber das bringt uns nicht weiter. Wir schießen die Leute ab und andere Spieler von uns laufen wieder rückwärts durch die Gegend. Anstatt dass sie sich einfach mal umdrehen und mal schauen, hey, wo ist die Scheibe eigentlich gerade? Was können wir machen, damit wir dem Scheibenführenden helfen? Das ist genau das Paradebeispiel wieder. Ich versuche zu überlaufen, habe zwei Leute, die mitlaufen. So, sind beide schneller als Aho. Wir verlieren die Scheibe und beide bleiben stehen. Seht ihr es? Zack, anstatt dass einfach weiterlaufen. Wären beide weitergelaufen hätten, wären wir durch gewesen. Ob Ovechkin die Bude gemacht hätte, wahrscheinlich nicht. Ob es jemand anders gemacht hätte, ist wahrscheinlicher, als stehen zu bleiben und zu sagen, oh, komme ich nicht mehr hin. Schüsse hinkriegen. Also nicht. Das sind nicht die Schüsse, die ich mache. Wenn ich aushole und schieße, möchte ich, dass du ausholst und schießt. Warum machst du es nicht, Ovechkin? Warum machst du wieder den Wristshot? Das ist unfassbar. Das ist echt... Hast einen Vorteil und der wird dir genommen, weil die KI die Scheibe irgendwo hinpasst. Mike, dann geh halt. Ah, es ist echt. Wir sind zuerst an der Skante. Es ist Wahnsinn. Ich kann immer wieder nur den Kopf schütteln. Ich kann immer wieder nur den Kopf schütteln. Es ist einfach... Wir spielen dieses Spiel seit 7 Jahren auf dieser Konsole. Also nicht auf dieser Konsole, aber generell seit 7 Jahren auf diesem Kanal. Konsole ist das falsche Wort. Kanal ist das richtige Wort. Und ich muss sagen, ich habe noch nie so eine beschissene KI gesehen wie dieses Jahr. Die letzten Jahre, die KI war nicht gut. Aber sie hat teilweise nicht solche braintoten Aktionen gebracht, wie die KI hier bringt. So, Wilson zum Beispiel. Nur als Beispiel, wir werden es eh nicht mehr schaffen. Mal schauen, dass jetzt wenigstens die 5 Schüsse noch hinkriegt. Wilson zum Beispiel. Wo haben wir ihn? Läuft der Scheibe hinterher, sieht, dass die Scheibe wegfliegt, sieht, dass sie da vorne ist. Oh, sie springt raus. So. Bleiben wir verstehen. Anstatt dass er sagt, hey, ich gehe drauf, könnte ich hinkommen? Nee, ich bleibe einfach stehen. Ich möchte da gar nicht hinkommen. So, Beinstellen gegen Ovechkin, nicht gegeben. Warum auch? Das ist kein Schuss, das ist ein Heber. Das ist echt... Ich verstehe es nicht, ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe, ich würde es gern verstehen, aber ich kann es nicht verstehen, weil es ist einfach. Aber es ist gut, dass wir noch Overtime haben.
Noch 20 Minuten Overtime, wieder schön. Wir spielen also, bis einer trifft. Toll, das kann ja ewig dauern. Bei den zwei Teams bisher. Ovechkin, Schlagschuss Nummer 5. Die Challenge haben wir auch erfüllt. Natürlich trifft Ovechkin jetzt. Mit einem absolut bescheuerten Schuss, aber es sind halt nur zwei Tore. Da hat es mich nicht interessieren, wie wir getroffen haben. Da kommt der Schuss, der ist abgefälscht von Slavin. Durch die Beine von Mrazek, da kann man mal gar nichts machen. Kommt der Schuss, zack, ist abgefälscht. Das ist eigentlich auch sowas, anstatt dass die KI jetzt einen Fuß hinhält. Oder irgendwie versucht, dass sie was macht noch. Bleibt sie da irgendwie hängen und stehen und macht nichts. Weil nichts machen irgendwie sicherer ist, als versuchen, die Scheibe aus dem Tor rauszuhalten. Aber ist ein gutes Thumbnail. Na gut, wir haben gewonnen. Wir beenden das Spiel mal, holen uns unsere Dinge ab. Ich sag Ciao mit V und wir sehen uns morgen wieder bei derselben Challenge. Bis dann, Tschüssikowski.